heute zusammen frühstücken. Elisabeth, guten Morgen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie oft passiert es dir eigentlich, dass du auf dem Flughafen oder vielleicht auch auf dem Weg hierher als Dr. Mertens angesprochen wirst unterwegs? Lustigerweise immer weniger, weil man mich mit meinem Namen mehr und mehr anspricht. Das ist ganz interessant. Die Frau Lanz. Gott sei Dank endlich. Du machst das seit 18 Jahren, oder? Ja, aber mit langen Pausen zwischendurch, wo ganz andere Dinge stattgefunden haben. Aber ja, wir sind zurück. Gott sei Dank. Naja, das ist eine Überraschung für viele, weil es hieß ja erst nach Staffel 7 ist es vorbei mit der Tierärztin Dr. Mertens. Mhm. Und jetzt gibt es doch eine 8. Staffel, die läuft seit letzter Woche. Warum diese Entscheidung? Die Zuschauer haben gesagt, so geht's nicht. Wir wollen sie zurück. Und ja, wir sind dann zurückgekommen. Wir haben gesagt, okay, es waren super tolle Quoten eben in der letzten Ausstrahlung. Und offensichtlich sind uns ja auch die Zuschauer treu geblieben, weil jetzt in der vergangenen Woche, das war ja auch eine ganz tolle Quote, die wir da hatten. Mhm. Also ich freue mich sehr. Es sind schöne Folgen geworden und ich hoffe, die Menschen bleiben und leiden mit uns da weiter mit, so in der Achterbahn, die so zum Leben gehört. Man leidet mit deinem Charakter auch mit, bei dem sich ja jetzt einiges verändert hat. Da schauen wir aber nachher in die Folgen rein. Nun beschäftigst du dich seit 18 Jahren beruflich bedingt mit Tieren in etwas anderer Form, als wir das normalerweise mit unseren Haustieren kennen. Was war so für dich das Herausforderndste, was du in den letzten 18 Jahren da erlebt hast? Beim Dreh? Das Herausforderndste ist überhaupt die gesamte Krafteinteilung während der Dreharbeiten. Mhm. So, ne? Die Tiere sind immer, das ist so lebendig, da muss man so viel improvisieren, da muss man so mit dem Tier zusammen sein, dass das alles schön funktioniert. Das macht so wach, das ist dann keine Herausforderung, das ist nur noch Konzentration und Spaß. Ja, wobei, wahrscheinlich, du kannst ja nicht 10 Takes machen, Bild hat nicht gestimmt, weil das Tier kannst du ja nicht 10-mal alles wiederholen lassen. Oder wahrscheinlich laufen doch Dreharbeiten für eure Serie anders, als wenn jetzt keine Tiere eingebunden sind, oder? Also je mehr Freiraum wir haben und mit dem Tier, ich weiß oft natürlich, was ist der Kern der Szene und wenn das Tier nicht so mitmacht, wie wir es uns erwarten, dann kann man schon, also ich kann in der Zwischenzeit ganz gut das so improvisieren und auch medizinisch in die Richtung hintrimmen, dass es trotzdem funktioniert. Wow. Und da ist das ein Zusammenspiel mit Regie und Kollegen und mit mir und dann funktioniert das eigentlich meistens ganz gut und dadurch wird es am lebendigsten natürlich. Mhm. Wir schauen nachher rein in die neuen Folgen und wenn Sie Fragen haben an Elisabeth Lanz, dann schreiben Sie uns gerne unter vollekanne@zdf.de oder posten Sie Ihre Fragen unter den Post, den wir bei Facebook gepostet haben. Es war jetzt 3-mal Post in einem Satz. Aber gut, jetzt wissen Sie, was ich meine. Ich wünsche dir ein gutes Frühstück. Tierliebe spielt auch bei uns eine Rolle, denn Elisabeth Lanz ist unser Gast. Seit 18 Jahren Tierärztin Dr. Mertens in der ARD, in der Fernsehserie. In Vorbereitung auf deine Rolle, wie hast du da recherchiert? Warst du da auch in Tierkliniken bei Tierärzten? Hast du da das, was wir gerade im Film gesehen haben, auch live erlebt? Also bevor wir überhaupt mit der Serie gestartet haben, da habe ich jedes einzelne Tier aufgesucht, Trainer gesprochen, ausprobiert, die Szenen im Vorfeld schon ein bisschen durchprobiert. Das war aber ganz, ganz, ganz am Anfang sozusagen, vor der allerersten Staffel. Mhm. Dazwischen hat sich das so ein bisschen eingependelt. Ab und zu treffe ich jemanden einen Tag vor dem Drehtag von den Trainern oder dass ich die Tiere schon sehe. Aber meistens kriegen wir es in der Zwischenzeit so vor Ort hin. Wir kennen die Trainer, wir kennen einige Tiere sogar in der Zwischenzeit so. Also es ist eine gewisse Routine, würde ich nicht sagen, aber eine gewisse Selbstverständlichkeit im Umgang und ein bisschen was haben wir schon gelernt in den ganzen Jahren. Also es ist einfacher geworden. Der Aufwand im Vorfeld ist nicht so groß. Welche Haustiere hast du? 2 Katzen. Und ich sag mal eigentlich so, meine Tochter hat so 2, 3 adoptierte Tiere. Das sind nicht, also Pferde, das sind nicht unsere Pferde, aber meine Tochter behandelt sie so, wie wenn sie ihre wären. Wie hat deine Tierärztin reagiert, als du das erste Mal mit den Katzen bei ihr warst? Hat die dich angeguckt, etwas verwundert, weil von Tierärztin zu Tierärztin sozusagen, oder gucken Tierärzte die Serie ja überhaupt gar nicht? Wusste die dich doch, da die nicht kennen so zuzuordnen? Die kennen das schon und ich bin auch zu unserem Tierarzt auch gegangen, um mir einzelne Operationen manchmal anzuschauen. Ist mir auch angeboten worden, dass also rufen mich auch an und sagen, wir haben jetzt diesen und jenen Fall, wenn du zuschauen magst und da mehr darüber wissen willst. Bist du willkommen. Also das ist ganz schön. Deine Rolle hat sich im Laufe der 18 Jahre echt gewaltig verändert, weiterentwickelt. Wir schauen mal rein in die neuen Folgen und zeigen aber auch noch ein paar andere Facetten von Elisabeth Lanz. Mal runter, damit wir uns ordentlich unterhalten können.
Na, danke schön. Elisabeth Lanz. In der ARD-Serie Dr. Mertens spielt sie eine Tierärztin, die sich neben kranken Tieren in der aktuellen Folge auch um offene Rechnungen kümmern muss. Frau Dr. Mertens, die ganze Herde, die Alpakas, sie müssen alle geimpft werden. Diesmal zahle ich auch. Bar, komplett, sofort. Passt Ihnen vielleicht gleich morgen früh? Klar, könnte gar nicht besser passen. Bis morgen. Bis morgen. Die Karriere von Elisabeth Lanz ist durchaus außergewöhnlich. Aufgewachsen ist sie in diesem SOS-Kinderdorf Altmünster in Österreich, da ihr Vater hier Einrichtungsleiter war. Nach einigen Studiengängen in Wien dann die Schauspielerei und ihre erste Rolle. In Ich gelobe spielt sie 1994 die Rolle der Susi. Servus. Servus. Wann habt ihr euer nächstes Konzert? Wir bauen gerade ein neues Programm ein. Magst du was trinken? Ich lade dich ein. Der Film wird 1994 sogar mit dem Wiener Filmpreis ausgezeichnet. Für Elisabeth Lanz folgen zahlreiche Fernsehrollen mit einigen Vorteilen. So bekommt sie tolle Massagen. Heute war auch wieder der Teufel los. Und dreht immer wieder mit attraktiven Schauspielkollegen. Wie wandelbar Elisabeth Lanz Spiel ist, zeigt sie eindrucksvoll in der ZDF-Serie Alle meine Töchter. Ich mache eine selbstgewählte geistliche Übung und du kreuzt dir auf und führst dich auf wie die Axt im Walde. Dem ZDF-Publikum wird sie mit der Serie Samt und Seide bekannt. 4 Jahre bleibt sie der Serie treu und spielt von 1999 an die Tochter eines Textilherstellers. Vater, ich meine es ernst. Sieh ihn dir gut an. Denn es wird das letzte Mal sein, dass du ihn siehst, wenn du ihn nicht akzeptierst als deinen Nachfolger. Was sagst du dazu? Klingt doch ein bisschen wie Erpressung, oder? Wichtig ist Elisabeth Lanz auch das Thema körperliche Fitness. Als ehemalige Leistungssportlerin in der Leichtathletik legt sie viel Wert auf tägliche Bewegung. Voller Körpereinsatz, Elisabeth Lanz braucht die Action, egal ob im Fernsehen oder auf der Bühne wie in Bad Hersfeld. Meine Stigmata nach der ersten Probe auf der Bühne. Gerade meinen kurzen Kaltstart hingelegt. In der ZDF-Serie Bettys Diagnose spielt sie eindrucksvoll die etwas ältere Partnerin eines Patienten, was zu Spannungen mit dessen Eltern führt. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen alt sind für meinen Sohn? Nachwuchs scheint wohl eher Ihr Thema zu sein. Die Darstellung durchaus selbstbewusster, starker Charaktere, eine Spezialität von Elisabeth Lanz. Vielleicht findet er ja Falten und schlaffe Haut doch nicht so anziehend. Sie haben Botox und gefärbte Haare vergessen. Sie ist selbstgerechter Widerling. In der nächsten Folge der ARD-Serie Dr. Mertens geht es um ein Haus, das sie restaurieren will. Doch die Mutter will ihr das Vorhaben ausreden. Sag mir bitte, wozu? Na, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Du musst verkaufen. Elisabeth Lanz, eine, die in ihren Rollen und auch im echten Leben weiß, was sie will und sagt, was sie denkt. Und es ist mir scheißegal, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Oh, da geht's ab in der neuen Staffel. Seit letzter Woche läuft sie, die 8. Staffel, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Und jetzt gibt es sie doch. Wie hat sich deine Rolle über die 18 Jahre verändert? Was liebst du so an der Rolle, wie sie jetzt auch ist? Die Rolle, wie soll ich das sagen? Am Anfang ist es sozusagen ja eine Frau, die Familie hat und überhaupt wieder ins Berufsleben einsteigt und da sich erstmal zurechtfinden muss. Das ist ja ein paar Jahre her, da war ich ja auch entsprechend jünger, also die Rolle natürlich auch. Und ja, eine andere Selbstverständlichkeit, eine andere Heranreifung, ein anderer Umgang mit den Dingen, so würde ich vielleicht sagen. Jetzt ist sie auch selbstständig, jetzt ist sie freiberufliche Tierärztin, da muss ich mit all dem Ganzen herumschlagen, was so Selbstständigkeit mit sich bringt und dieses Haus, der Mann ist auch nicht mehr da. Wie ist es auch für dich, ohne Sven Martinek zu arbeiten, der war ja auch 18 Jahre lang an deiner Seite. Ja, ich vermisse ihn schon, ich habe ihn vor 2 Tagen in Hamburg getroffen, habe es ihm auch gesagt, aber es ist, wie es ist. Also wer weiß, vielleicht fallen uns da noch irgendwelche Tricks ein? Wer weiß, wir werden das beobachten. Was das Schöne ist, du hast in dieser Staffel auch mit deiner Tochter drehen dürfen, die jetzt 17 ist. Also du hast ja angefangen mit der Tierärztin Dr. Mertens, kurz nach
ihrer Geburt, oder? War das nicht so? Wir haben zu drehen angefangen und 2 Wochen, bevor der Dreh losging, habe ich gemerkt, da finden Veränderungen in meinem Körper statt. Und das war mal für einen Moment, sowohl für die Produktion als auch für den Sender, eine Überraschung, denn es waren 13 Folgen geplant, die wir drehen sollten. Oh. Und 2 Wochen vor Drehbeginn als Hauptfigur für eine Hauptabendserie, da jetzt so schwanger zu sein, das war schon eine Überraschung. Wie habt ihr das gelöst? Wir haben unterbrochen. Also wir haben gedreht, ich habe eigentlich fast bis zum 7. Monat gedreht. Ja. Das Bäuchlein wurde größer, die Blusen hinten aufgeschnitten. Also herrlich. Die Einstellungen wurden immer höher, der Bauch wurde immer mehr weggedrückt. Das war schon... Ach siehste, dann hatte ich falsch gerechnet. Ich dachte, ihr habt nach der Geburt deiner Tochter angefangen. Nee, wir haben die zweite Hälfte sozusagen der Staffel dann fertig gedreht nach der Geburt. Ja. Also nach 6 Monaten, der kleine Zwerg 6 Monate alt war, haben wir fortgesetzt und die Staffel vollendet. So, jetzt ist sie 17, jetzt hat sie auch mitgedreht. Wie war das für dich, mit deiner Tochter zu drehen? Hast du mit ihr als Schauspielerin drehen können? Oder war sie auch während der Szenen deine kleine Tochter? Nein, mit mir hatte sie nichts zu tun. Vollkommen selbstständig, auch selbstständig engagiert und alles Mögliche. Also mit mir hat das eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe mich auch versteckt am Tag des Drehs, weil ich gedacht habe, das soll ihr Moment sein. Und ich will sie auch nicht zusätzlich irritieren oder so. Das soll einfach ihr sein und sie hat das... grandios gemacht. Ach so, das heißt, ihr hattet keine Szene miteinander. Genau. Ach so, weil das stelle ich mir nämlich schwer vor. Nee, aber doch, wir haben immer wieder Castings gemacht. Sie war ja manchmal bei Castings dabei und bevor irgendjemand sozusagen das Kind einliest und meine Tochter eh da war, hat sie das Casting eben so mitbedient. Und da war das, das kann sie, das geht schon. Aber ich, also diesmal wollte ich sie einfach, dass sie das selber genießen kann. Für Schauspielerei sie. Ist deine eine Leidenschaft. Es gibt noch eine andere Leidenschaft, die Humanmedizin, die Psychologie. Und du hast jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, wo du dich auch diesen Themen widmest. Wie kam das zustande? Ja, ich habe einen Arzt, der mich seit vielen Jahren begleitet und mir seine Tipps immer weiterreicht. Also gerade, ich sag mal, wenn man so 13 Folgen am Stück dreht, das ist in erster Linie ein Kraftmanagement. Zwischendurch hatte ich dann mal Schwierigkeiten, irgendwie zu schlafen, weil ich eigentlich so die Rolle in der Nacht nicht mehr abgelegt habe, sondern also wie halte ich mich kräftemäßig da oben? Und er hat mich super beraten und meine Freundinnen haben dann von mir die Tipps weiterbekommen und ich habe x-fach alles wiedergegeben, aber die Hälfte hat dann doch wieder gefehlt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt filmisch, halten das in der Form fest, dass sozusagen das, was er mir an Wissen weitergibt, einfach alle, die es brauchen, einfach mal hören können. Auf deinem YouTube-Kanal. Also wenn Sie Elisabeth Lanz bei YouTube eingeben, landen Sie auf Ihrem Kanal. Dann nimmst du ja quasi... meine Rolle ein. Da bist du ja wie so eine Moderatorin, die ihren Arzt interviewt. Es gibt einfach, ich weiß nicht, ich merke schon, ich habe ein journalistisches Interesse, ich gehe ganz gern in Themen rein, ich unterhalte mich gern mit Personen, kram ein bisschen tiefer, stelle mich extra dumm, damit der Zuschauer sozusagen ein Stück, wie soll ich sagen, ich finde das manchmal, sprechen so Experten miteinander und ich als Zuschauer verstehe gar nicht so viel. Ja, ja. Aber wenn ich sozusagen als fragende Person so ein bisschen 2 Schritte zurück mache und gar nicht so viel verstehe, habe ich als Zuhörer auch mehr davon. Ja, und das interessiert mich so, Gespräche in der Form so ein bisschen aufzudröseln und eine kleine Brücke zu sein zwischen Experten, sage ich mal, und Fachwissen und kompletten Neulingen in bestimmten Themen. Aber jetzt verrat uns doch mal, was hat dir denn geholfen, besser zu schlafen, wenn das da oben nicht aufhört, sich zu drehen? Also erstens einfach... ein bisschen Sport, also das habe ich sowieso immer gemacht, aber während des Drehs ist es schwer, also weil da ist man eh schon müde, aber es macht trotzdem Sinn, dann einfach das Licht entsprechend, Handy und so weiter, das weiß man, ne? Dass man Computer und dergleichen einfach weglässt. Aber woran ich lange nicht geglaubt habe, diese Melatoninpräparate, die es auch gibt, die helfen auch, aber es gibt halt auch Zusammenhänge zwischen, also Tryptophan ist zum Beispiel so ein Mittel, das dazu führt, dass Serotonin besser produziert wird, aber dafür hilft wiederum Vitamin B3, damit das so funktioniert. Und das Serotonin ist dafür notwendig, dass man Melatonin bilden kann. Diese Zusammenhänge hat mein Arzt mir immer so toll erklärt. Und dann verstehe ich, ach so, okay, Tryptophan alleine zu nehmen, das bringt es nicht. Ich brauche dazu auch Vitamin B6. Aber da gibt es noch viel mehr dazu zu sagen. Aber ich brauche das in medizinischen Themen, dass man mir...
sagt, warum ich was nehme. Ja. Und ich brauche diese gesamte Erklärung, ja, weil wenn man mir sagt, nimm in der Früh ein paar Globuli von dem und dann das, das vergesse ich. Das, ja, ist, also das ist für mich, dann weiß ich nicht genau, warum ich es mache und dann connectet das, ja, mit mir nicht. Ich habe abends immer den, wie sagt man, Night Shift oder diesen Abendfilter, der das Handy gelb macht, ja, damit der Körper dann abends besser einschlafen kann, weil dieses Blaulicht sonst uns wach hält. Das, also du bleibst am Handy? Naja, nee, so bis 21 Uhr und dann versuche ich es abzulassen. Aber ab 19 Uhr ist quasi das Blaulicht von meinem Handy verschwunden und auch vom Computer. Ich habe so einen Filter auch auf dem Computerbildschirm, weil das mit dem Blaulicht und dann Blaulichtfilterbrille und all sowas. Was ist ein erster Schritt, aber ja, sozusagen die völlige Diät wäre wahrscheinlich noch sinnvoll, mein Buch in die Hand zu nehmen. Ich weiß. Wir wissen es eh alle immer, was besser wäre. Aber jetzt dürfen Sie gern an Ihr Handy gehen und dürfen eine E-Mail schreiben, dürfen Ihre Fragen stellen an Elisabeth Lanz unter vollekanne@zdf.de oder Sie gehen auf unsere Facebook-Seite und posten Ihre Frage unter unseren Fragenpost. Bröselchen. Ich habe ein Bröselchen an der Lippe. Ah, wie blöd. Ja, wenn man zwischendurch isst, weil es ist aber auch wirklich lecker. Unsere Gazellenhörnchen, die Halima gemacht hat, man schmeckt das Orangenblütenwasser so raus. Ist der Krümel jetzt weg? Ja, alles wunderbar. Okay, gut. Dann kann ich dir die Fragen unserer Zuschauer stellen. Wir werden überschüttet mit Fragen an Elisabeth Lanz. Es wird gefragt von Marlene, weil wir vorhin ja über Schlafprobleme gesprochen haben, die du ja auch auf deinem YouTube-Kanal besprichst mit deinem Hausarzt. Hast du schon mal Lach-Yoga probiert? Das hält fit und sorgt auch für besseren Schlaf. Ja, vor vielen Jahren habe ich das mal probiert. Das fand ich auch sehr lustig. Naja, man setzt sich zum Beispiel so auf ein Motorrad und macht und dann fährt man mit dem Motorrad durch den ganzen Raum und sagt okay, das ist eine der Übungen, die es da gibt. Ja. Und danach kann man gut schlafen. kann funktionieren, das ist ein guter Tipp. Also Dankeschön. Wie schön. Gabriele Gottheimer will wissen, gab es mal einen Dreh, der gefährlich war bei Tierärztin Dr. Mertens? Wir versuchen, die gefährlichen Situationen im Vorfeld so abzufedern oder darauf vorbereitet zu sein. Und bevor es wirklich gefährlich wird, hüpft schon jemand rein und sagt, wir brauchen ein bisschen Zeit für das Tier, das muss sich noch ein bisschen, braucht noch mal ein bisschen Schlaf oder müssen wir verzögern. Oder der Trainer ist ja die ganze Zeit dabei und beobachtet das Tier ja genau und merkt ja, wann es kippt. Ne? Wir strapazieren die Tiere nicht über. Also da sind wir Menschen eigentlich viel mehr an den Grenzen unserer Kräfte. Okay. Die Tiere werden sehr geschont. Hier kam eine Frage von Gundi Ambranski. Sie schreibt, wenn diese Tiere auf dem OP-Tisch liegen, dann sieht das immer so aus, als würden da Plüschtiere liegen. Ist das so oder täuscht man sich? Immer, nein, also sagen wir mal so, ist doch klar, dass wir sehr tierschonend arbeiten. Ja. Ich bitte wirklich darum, das zu verzeihen, wenn das manchmal so ausschaut. Wir versuchen es natürlich nicht, dass das so sichtbar wird, aber manchmal kann man natürlich so ein echtes wildes Tier nicht auf den Operationstisch so legen, das ist schon klar, aber dennoch geben wir unser Bestes, dass es eigentlich nicht auffällt. Mhm. Aber Hans-Dieter Schönemann meint, er ist so froh, dass Tierärztin Dr. Mertens zurück ist. Alles andere wäre ein Skandal. Und Wilfried Wünsch hat geschrieben, ich dachte schon bei der letzten Staffel, nein, bitte nicht aufhören. Ich liebe ihre Rolle, so etwas sollte es viel mehr geben. Und Marion Fritz fragt, hast du auch Einfluss auf das Drehbuch? Sie findet es schade, dass die Rolle ihren Mann und das Kind verloren hat. Und es wird auch schon gefragt, ob es eine neue Liebe geben wird. Das waren jetzt drei Fragen hintereinander. Kannst du sie beantworten? Also ja, in Bezug auf die Drehbücher nehme ich auf jeden Fall Stellung. Ich schreibe nicht mit in dem Sinn, aber ich sage schon, also, was ich von manchen Sachen so halte. Und wenn ich etwas ganz wichtig finde, dann kämpfe ich auch entsprechend darum. Was wollte ich nicht? Was hast du denn erkämpft? Was war dir denn besonders wichtig? Ich kann mal sagen, es ist etwas, ich musste vor Jahren in einer Staffel mal sagen, das war auch in so einer Situation mit, also zwischen Christoph und Susanne, da ging es darum, dass eine Liebesgeschichte zu Ende sein sollte. Und ich musste das ganz deutlich ausdrücken, indem ich ihm sage, ich liebe dich nicht mehr. Das ist zum Beispiel etwas, was mir wehgetan hat über Jahre, weil ich sage, wenn einfach mal eine Liebe entstanden ist, das kann zwar sein, dass ich sage, ich kann in dieser Beziehung, ich kann so nicht mehr leben, aber ich liebe dich nicht mehr. Das ist für mich eins,
der schlimmsten Sachen, weil dann war das vorher auch nicht Liebe. Mhm. Also solche Dinge, so eigentlich so grundsätzliche, substanzielle Dinge, da so, die eine Haltung zum Leben zum Ausdruck bringen, da, das, mir tut das persönlich weh. Ne? Und dann hast du diesen Satz auch nicht gesagt? Doch, ich hatte es damals gesagt, aber in dieser Staffel haben wir eine Lösung gefunden, es aufzulösen, weil ich habe auch gesagt, ich muss den Satz irgendwie auflösen. Ja. Es tut mir weh, bitte helft mir, lasst uns den Satz auflösen. Und das habt ihr geschafft. Wir haben und die gefunden. Andere Frage, die ich vorhin hatte, die werde ich dir gleich stellen. Erstmal kommen wir zu unserem nächsten Film mit Elisabeth Lanz hier gemeinsam zugange. Nächsten Dienstag geht es ja weiter mit der nächsten Folge der 8. Staffel von Tierärztin Dr. Mertens. Inwiefern unterscheidet sich denn so ein Dreh für so eine Serie im Vergleich zu einem Dreh zum Beispiel für einen Sonntagabendfilm, für einen Pilcherfilm oder so? Ja, 90 Minuten dauert 6 Wochen und eine 13-teilige Serie dauert mehrere Monate, also die Kräfte müssen ganz anders eingeteilt werden und ist schon, also wir haben weniger Zeit für mehr Filmminuten, die abgeliefert werden müssen. Also es ist ein anderes Tempo, eine andere Geschwindigkeit, weniger Zeit, also weniger, letztlich auch ein bisschen weniger Geld zur Verfügung für die Produktion. Na ja, klar. Wie tankst du denn zwischendurch auf? Weil das klingt schon nach ordentlich Stress. Naja, mein Arzt begleitet mich ja da immer ganz gut. Aber auftanken, ich versuche möglichst meine Kräfte von Anfang an so zu halten, dass ich nicht wirklich, in ein Minus gerate, sondern dass ich einfach die ganze Zeit in der Kraft bleibe. Und wenn ich merke, es fängt an irgendwie, dann bekomme ich manchmal intravenös Vitamine zum Beispiel. Aber ich meditiere, das ist aber beim Drehen auch irgendwie die Zeit, die ich dann für mich brauche, einfach so ein bisschen in die Stille zu kommen, so weit runterzufahren. Da brauche ich dann eigentlich mehr als ein Wochenende. Und das, glaub ich, ist manchmal nicht so wirklich gegeben. Ja, aber du wirkst jetzt sehr entspannt. Das freut mich. Ja, es geht mir gut. Gott sei Dank. Wir kommen jetzt zu einem Silver Ager. Wir fangen schon mal an, uns dran zu gewöhnen. Jane Fonda ist schon 80. Ich habe sie aber das jetzt nicht mal erkannt. Ich habe sie auch nicht erkannt. Ja, aber toll. Also, ich finde das herrlich. Anita Rath schreibt, so eine sympathische, gut aussehende Frau, also sie spricht über dich. Starke und positive Ausstrahlung. Du siehst aus wie ein junges Mädchen, schreibt sie. Ich fühle mich auch so. Oder? Und Dorothea Nahstedt, eine tolle Schauspielerin mit sehr angenehmer Stimme. Und es gibt, man mag es kaum glauben, auch ein Leben abseits von Tierärztin Dr. Mertens. Du bist als Schauspielerin auch natürlich anderweitig gut eingespannt. Was sind so die nächsten Projekte, die anstehen? Im Mai werde ich voraussichtlich in Österreich wieder vor der Kamera stehen für ein anderes Projekt. Das sage ich noch nicht. Ansonsten verfolge ich weiter meine YouTube-Geschichten natürlich. Also das nächste Gespräch, das ich anpeile, ist mit einer Philosophin, stark, Monika Gatt. Die hat ein tolles Buch geschrieben, Sein und Zahlen. Geht um künstliche Intelligenz und Ethik. Das ist so das, was mich sehr interessiert. Ja. Jetzt nicht so aus dem Nichts heraus, sondern in Bad Hersfeld entsteht ein Museum, Kulturzentrum, das heißt das ZUSE, wo ich auch so in der ganzen Entwicklung ein Stück weit mit dabei war. Ich bin eigentlich die heimliche Botschafterin auch für Bad Hersfeld, will ich nur sagen. Ne? Gut, dass wir es wissen. Und ich finde, du machst deine Sache echt richtig gut auf deinem YouTube-Kanal, was ich auch gut als Moderatorin gefällt danke. Mir. So schön, dass du bei uns warst. Alles Gute auch für die Projekte, die anstehen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.